Hallo Friends und willkommen zu einer weiteren Folge der Bauer. Wir spielen jetzt einfach schon als zweites die Irrenanstalt. Es ist einfach nur gruselig. Viel Spaß. Ja, ich glaube, ich nehme diese Sarah. Grusel. Los geht's. Gott. Ich habe Angst. Ich bin ein Ex-Model. Unangenehme Zwangsvorstellung. Okay, warte mal. California, USA. After banishing the goat demon Azazel from cult leader Anna Puerta, Molly Jackson was committed to a secret psychiatric hospital, suffering manic delusions. Oh Mann, na toll. Here, she was subjected to barbaric, outdated shock treatments that ate away at her body and mind. Slowly remembering the summoning ritual she had seen during her time with the cult, Molly began attempting to raise Azazel once again. As a former cult member and one of Molly's closest friends, you have tracked her down, hoping that your worst fears have not been realized. Oh man. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Gruselig. Okay, okay, okay. Ich muss einfach in die Tasche. Ach, das bist du nur, okay. Okay. Das sieht ja richtig nett hier aus. Ey, die arme Molly, die habe ich gerade noch gespielt, da war sie quicklebendig. 4. April, Dr. T. Walker. Die Aufnahme unseres neuesten Patienten heute Morgen war problematisch. Miss Molly Jackson wollte nicht kooperieren und musste sediert werden, nachdem sie sich geweigert hatte, zu ihrer eigenen Sicherheit in einen Rollstuhl geschnallt zu werden. Bei der Mehrheit unserer Patienten haben wir dieses Problem nicht. Als ich sie heute Abend während meiner Runden besuchte, bemerkte ich, dass sie versuchte, eine Ratte mit etwas Essen aus der Kantine in ihr Zimmer zu locken. Ah, die Ratten also, okay. Verstehe. Verstehe. Entschuldigen Sie bitte, was ist das hier für ein Geräusch? Wo gehst du hin? Warte auf mich. Oh Gott, da war schon eine Ratte. Okay. Hier ist noch also ein. Ratten mit Futter anlocken, alles klar. Noch ein Zettel? 1. Mai. Wir haben endlich mit Molly Elektroschocktherapie begonnen. Also mit Mollys. Unglaublich, sie kann über 130 Volt aushalten. Ein kleines Tier wäre davon schon längst gestorben. Gott sei Dank versteht unser Stifter, dass neuere psychiatrische Behandlungen unseren gewalttätigsten Patienten nicht helfen und er es uns ermöglicht, unsere Arbeit hier ungestört auszuführen. Wenn man uns entdecken würde, würden wir gestoppt werden. Ja, besser ist es. Ah, ich häng fest, okay. Ich habe so ein Ding aufgehoben. Ein was? Ein Ding? Das sieht aus wie eine Taschenlampe. Ist aber, glaube ich, keine. Cool. Okay. Kann ich auch sowas haben? Kommt man hier durch? Krankenhaus. Haben wir schon einen Schlüssel gefunden? Nee, ne? Mm-mm. Ach so, aber wahrscheinlich müssen wir einen finden, um hier überhaupt durchzukommen, oder? Ja. Upsala. Hübsch. Es ist sehr geschmackvoll eingerichtet hier. Ah, lass mich nicht alleine. Hier ist noch ein... Oh, Nadine! Was war das? Was war das denn? Keine Ahnung. Hast du das gesehen? Ja. Okay, ist noch ein Zettel. Kann man das hier auch machen? Nee. 31. August. Miss Jackson hat sich sowohl körperlich als auch geistig weiter verschlechtert. Episoden extremer Psychose, massiver Gewichtsverlust. Gestern entdeckte die Wärterin eine Ratte, deren Schwanz fehlte, in der Tasche ihres Nachthemdes. In den letzten 4 Monaten konnte ich sie auch nicht dazu bringen, mir verbal zu antworten. Das Einzige, was sie von sich gibt, ist ein Lachen. Na toll.
Boah, und das hier ist ja viel schlimmer. Boah. Hier liegt schon wieder ein Zettel. Okay. Hau raus. 1. Januar. Bei meinen Besuchen ist Miss Jackson immer mehr von der Realität losgelöst. Sie reagiert selten auf äußere Reize und bemerkt meine Anwesenheit kaum. Ihre Zeit verbringt sie damit, Texte in einer nicht wiedererkennbaren Sprache an die Wände ihres Zimmers zu kritzeln. Das Wort Azazel kommt jedoch häufig vor. Ich musste ihren Zugang zum Gemeinschaftsbereich einschränken, da sie die anderen Patienten bedrohte, indem sie rief, dass sie sich töten und sie zu Azazels Haustieren machen würde. Ja, das klingt aber sehr nett von ihr. Ja, hör mal, die Molly, die ist ein umgänglicher Mensch. Ja, die Molly halt, ne? Ja. Wie Mollys halt so sind. Ja, hier ist auch eine Sackgasse. Kommt man in diese Räume vielleicht rein? Hallo? Oh! Okay, warte. Nadine, hier sitzt jemand. Etwas. Es hat keine Beine mehr. Ich glaube, das war ihr. Ich glaube, das war ihr Place to be. Hier steht nämlich Azazel. Aber das ist sie nicht, oder? Ist sie das? Vielleicht war. Hast du das gehört? Ja. Oh, der Rollstuhl bewegt sich. Warum bewegt der Rollstuhl sich? Das ist ja richtig nice hier. Nimmst du den Schlüssel? Eingerichtet. Ja. Krankenhaus. Okay, Nadine, wir werden sowas von wieder sterben. Nach einer Ratte oder so. Obwohl, ich gebe uns zwei, glaube ich. Was hast du gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Du hast gar nichts gemacht, okay. Glaube ich. Wie sind wir nochmal zum Krankenhaus gekommen? Hier rum, ne? Ich glaube, das ist noch gruseliger als das Haus. Echt? Findest du? Du nicht? Weiß ich nicht. Ist das das Krankenhaus? Ja. Okay. Let's go. Okay. Oh, das sieht doch eigentlich ganz schön aus hier. Ja, hier sind dann die Reichen untergekommen. Ja, wahrscheinlich. Hier ist eine Mülltonne. Ich guck mal, was passiert, wenn ich E drücke. Oh! Die Ratten sind frei. Und die Ratten sind weg. Hier ist ein Zettel. Hier ein Zettel gefunden. Du auch? Willst du zuerst? Wo bist du eigentlich? Rechts von dir. Ich bin gerade beim Oktober. Mollys Elektroschocktherapie verläuft sehr gut. Sie wird gefügig und reaktionsschneller. Sie hat Augenkontakt mit mir aufgenommen und heute meinen Namen verwendet. Sie verbringt jetzt die meiste Zeit alleine in ihrem Zimmer mit geschlossener Tür und flüstert vor sich hin, ist aber ziemlich ruhig. Toll. Okay. Da hinten liegt nämlich noch ein Zettel auf dem Sofa. E. 12. Dezember, Dr. T. Walker. Leider hat der Aufseher heute unter Mollys Bett eine Reihe toter Ratten entdeckt. Alle waren auf unterschiedliche Weise verstümmelt worden. Ich mache mir Sorgen um einen möglichen Rückfall. Notiz, der Aufseher muss gebeten werden, weitere Sicherungen für die Elektroschockmaschine zu bestellen. Wir benötigen ziemlich viele zurzeit. Okay, das ist wahrscheinlich die Sicherung, was du da in der Hand hast, oder? Mhm. Okay, hier geht's in ein gruseliges rotes Licht runter. Möchten wir hier runter? Wahrscheinlich nicht. Oh, hörst du das? Oh Mann. Hier ist noch ein Zettel. Ich habe einen Zettel gefunden. Mhm. 19. Januar. Dr. T. Walker. Mehrere Patienten und Pfleger hörten letzte Nacht seltsame Gesänge aus Mollys Zimmer. Sie ist verschwunden. Ich fand eine Reihe von Ratten in ihrem Zimmer, die schrien und sich gegenseitig kratzten. An den Wänden und am Boden sind seltsame Symbole mit Blut geschrieben. Sie muss sofort gefunden werden. Hörst du das Wimmern? Bist du tot? Nee, wimmern? Oh, Nadine, komm mal her. Da. Das ist sie, ne? Ja. Okay, und warte, ich setze die Sicherung ein. Ja, aber nicht während ich hier stehe, bitte. Ja, aber ich muss da ja dann auch vorbei. Ja, nee, jetzt. Ja, ruhig, okay. Hier ist noch eine Sicherung. Möchtest du die einsetzen oder so? Hast du schon was gemacht? Eingesetzt, mehr nicht. Okay. Ah, hier sind noch so. Ah, nee, das ist Lampe. Hier ist ein Stromkasten. Ja, geh. Oh, ich drück ihn runter.
Oh mein Gott, okay. müssen wir jetzt hier weg oder so? Oh Gott, es ist dunkel. Warum ist alles dunkel? Backup, backup. Warum ist alles dunkel? Fuck. Warum ist hier kein Licht? Oh, sie ist weg. Oh, scheiße, sie ist weg. Okay, lass schon mal eine Sicherung hier einsetzen. Du hast eine in der Hand, ne? Ja, sorry, ich war gerade kurz verwirrt. Okay. Okay. Vielleicht sollten wir hier aber wirklich tatsächlich schon mal ein paar Sicherungen suchen und hier unten lagern, obwohl hier ist noch... Den Zettel kennen wir noch nicht, oder? Nee. All hell has broken loose. Es gibt überall tote Patienten, die in ihren Rollstühlen erwürgt wurden und oh Gott, ich höre sie lachen. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Das ist schlimmer als diese kriechenden Dämonen. Ja. Ich habe eine Sicherung. Kannst du dir da irgendwie hinlegen? Hier wieder abschmeißen? Als ob man die nicht wieder wegwerfen kann. Mit G. G? Ja. Oh, ja. Na gut. Vielleicht lege ich die noch mal kurz ein bisschen näher zum Sicherungskasten. Mhm. Sicher ist sicher, ne? Ist da was? Nee, ne? Warum ist das hier so laut? Okay. Ich habe eine Sicherung gefunden. Noch eine? Oder ist das die, die ich gerade hingeschmissen habe? Nee, es war noch eine andere. Okay. Also haben wir jetzt schon zwei. Mhm. Plus die, ich glaube, da ist noch eine drin, oder? Ja, stimmt, drei. War gespannt, ob wir es überhaupt so weit schaffen. Okay. Es war echt dumm, dass wir das zu zweit spielen, ne? Mhm. Egal. Aber ich hab das Spiel meinem Cousin auch schon eingeredet. Wenn sein PC das packt, dann ist er dabei. Ja, und bald kann... Das kriegt er ganz uneigennützig von mir zum Geburtstag. Oh. Ein Weihnachtsbaum? Du bist ja so nett. Wo ist ja, ein Weihnachtsbaum? Da. Wo ist da? Wo bist du denn? Ich weiß nicht, wo bist du denn? Oh, hier ist eine Rollstuhltante. Geh weg, bitte. Tot. Wo bist du? Im großen Raum, da wo das Feuer brannte. Ach da, ich bin noch unten. Ach so. Sorry. Bist du jetzt da? Ja. Ah ja, okay. Let's go. Ein Medipack. Dich schon wieder verloren? Ich bin im großen Raum, wo der Weihnachtsbaum ist. Wo bist du denn? Ja, da bin ich jetzt auch, aber ich sehe dich. Ach so, jetzt bin ich zurückgelaufen, warte. Ich sehe dich. Hallo. Huhu. Hello. Man kann auch irgendwie winken, habe ich gesehen, ne? Ah, guck mal, hier ist so ein Gammelzeug, das ist bestimmt Essen für die Ratten. Ja, dann nehme ich mal das zweite hier mit. Dann tausche ich nochmal mein Medipack aus. Ich habe schon mal vorsichtshalber Medipack geschnappt. Weil ich mir dachte, wir sterben bestimmt gleich. Okay, also wir suchen Ratten. Put, 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 put. Müssen wir die... Befreit hast du die, ne? Ja, ich habe eine Tonne umgeschmissen. Es gibt bestimmt mehrere Tonnen, oder? Aber eine Tonne habe ich zumindest umgeschmissen. Es ist so dunkel. Es ist sowas von dunkel hier. Hätten ruhig mal ein bisschen Licht einbauen können. Oh Gott, hier geht's runter. Ist das, wo wir gerade rausgekommen sind? Nee, oder? Mm-mm. Oder? Okay, sollen wir da mal runtergehen? Ach nee, ich glaube, das ist das, wo wir ursprünglich rausgekommen sind. Ah ja. Doch, du hast recht. Oder? Ja. Oder? Ja? Ja, ich glaube schon. Oder? Ach, keine Ahnung. Weiß es auch nicht. Was ist das? Ich hab ein bisschen Angst. Rückzug, sie ist da. Oh Gott, Hilfe, ich steck fest. Oh nein, wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier oben, huhu. Oben? Ja. Ja, huhu. Wo bist du? Oben. Nadine, du bist weg. Ich bin jetzt oben. Oh nein, ich bin... Okay, ich bin jetzt auch oben. Sind wir überhaupt auf dem gleichen oben? Ich glaube, wir sind nicht auf dem gleichen oben, oder? Kommen wir hier zueinander?
Hi. Ach, wir haben beide Futter in der Hand, ne? Ja, wenn ich mich hier zurechtfinden würde, würde ich ja sagen, komm, ich mach ein paar Sicherungen in den einen Raum da, aber... Das hier ein Tuch? Warte, hier ist ein Tuch. Was kann man damit machen? Ich habe ein Tuch aufgesammelt. Okay. Wo sind denn diese blöden Ratten jetzt? Hast du irgendeinen Schlüssel zufällig? Nee, ne? Mhm. Oh, die Tür ging auf. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ja, hier sind auch ganz komische Geräusche, die ich eigentlich nicht hören möchte. Hier ist Futter. Aber keine Ratte. Hier ist ein Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Ich habe das Badezimmer. Und ich habe den, oh, die Speisekammer. Nice. Das Badezimmer ist hier, glaube ich. Ja, wo? Wo bist du denn? Wo ist hier? Hier. Ja, toll. Warte. Hier. Ich glaube, das ist das Bad. Ja. Ja. Oh ja. Oh, schön. Wow. Da links ist irgendwas gefallen. Hier ist eine Ratte. Wo ist was gefallen? Links fällt die ganze Zeit irgendwas runter. Ich habe eine Ratte. Geil. Ist hier noch? Lass uns dir auch mal eine suchen. Aber hier ist keine mehr, oder? Hallo? Nicht. Schön sauber hier, nicht? Okay. Was für ein... Haben wir noch Speisekammer, ne? Die ist bestimmt unten, oder? Also der Raum, wo ich eben war, wo sie drin war, das sah aus wie eine Küche oder sowas. Bestimmt ist da auch die Speisekammer in der Nähe. Das ist ja mal wieder klar. Hier ist kein... Kann man hier durch die Tür durch? Was braucht man dafür? Wohnheim. Östliches Wohnheim. Oh nee, danke. Da möchte ich gar nicht rein. Ah. Emma, weißt du, was traurig was ist? Was macht hier so Geräusche? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin noch da an der Treppe. Ich bin hier oben, keine Ahnung. Hallo? Bist du wieder zurückgegangen? Nee, jetzt bin ich wieder zurückgegangen. Ach, da bist du. Okay. Ich habe letztens einer zugeguckt, die hat das auf dem schwierigsten Modus alleine gespielt und hat 5 Ziegen geschafft. Und wir sind einfach nach einer Ziege abgekratzt. War das denn ihre erste Runde? Dann ist sie echt eine Maschine. Nein. Nee, war es nicht. Wardens Quartier. Oh, was gibt es denn hier noch alles? Medipack, das ist gut zu wissen. Also ich sammle hier fleißig Geschenke ein. Das ist doch auch schon mal was. So, wagen wir uns mal runter zur Speisekammer. Mhm. Mhm. Wo war die denn nochmal? Ich weiß nicht, ich war da ganz schnell weg, als du meintest, sie ist da. Also hier ist der Weihnachtsbaum wieder. Wahrscheinlich ist sie jetzt gar nicht mehr da, sondern irgendwo hier in der Nähe oder so. Habe ich meine Taschenlampe überhaupt an? Ja, ja. Das ist schon das Hellste, was geht. Na, ja, voll. Das habe ich mir auch schon gedacht. Was ist das? Kommt man hier durch? Ist das nur Zierde? Ja, das ist nur Zierde, okay. Nadine! Ja? Ich dachte, du tötest den und du bist einfach weggelaufen. Wen denn? Wo bist du denn jetzt? Ich habe nur Geräusche gehört und du hast gemacht. Und dann bin ich weggelaufen. Beim Weihnachtsbaum, wo bist du denn jetzt? Weggelaufen. Ja, wo denn? Ja, ich bin jetzt auch beim Weihnachtsbaum. Was war denn da? Einen von ihren Untertanen, die sie gefoltert hat. Achso, ich bin immer... Ich sehe das nie. Hier war sie letztes Mal. Nee, warte, das war es nicht, oder? Oh Gott, da bin ich gerade hingerannt. Nee, das war es aber nicht. Speisekammer! Sie mögen vortreten. Da ist bestimmt eine Ratte drin, oder? Da sind, Speisekammer sind da auch sind... noch Ratten, oder? Hier ist eine... Oh, guck mal. Warte, warte, soll ich sie eben ablegen? Hä, ist da gar keiner rausgerannt?
Warum ist da keiner rausgerannt? Hallo? Da, hier ist eine! Nadine! Wo ist die Ratte hin? Hast du sie? Ja, gleich. Hab sie. Okay, jetzt müssen wir... Geil. Okay, burn, baby, burn. Wenn ich jetzt wüsste, wo es lang geht. Oh, Anna kommt. Nee, Molly. Sie heißt Molly, oder? Ich bin blind. Wo müssen wir denn lang? Scheiße. Wo ist sie? Jetzt sehe ich sie auch nicht mehr. Wo bist du denn? Oben. Nadine? Kommst du nach oben? Wie, du bist oben? Nein, ich renne jetzt vor ihr weg. Wo ist sie denn? Wo geht sie hin? Ich bin beim Kamin. Kannst du bitte nicht gehen? Du rennst gerade genau in die andere Richtung. Ja, sie war hier gerade irgendwo, aber ich weiß nicht, wo sie ist, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Same, wo bist du denn jetzt? Ich bist bin du hier oben, oder was? Hier gegenüber komm von mal, dir. Komm mal wieder runter, bitte. Ist sie da denn nicht? Nee. Irgendwie komme ich hier nicht runter. Okay, ich komme jetzt runter. Ehrlich... Wo bist du? Aber ich glaube, das ist dumm, dass ich hier bin. Ich wollte ich eigentlich bin am Weihnachtsbaum, wo bist du? Ah, ja, komm mal her, ich bin hier, wo es runter geht wieder. Ich seh gar nichts. Huhu. Hier, links von dir. Links, links, da. Noch weiter. Hm. Okay. Warum sehe ich immer Anna und du nicht? Ach, ich nee, bin Molly, blind. Ne? Wo geht's hier lang? Bin ich hier richtig? Nee, ne? Ich bin nachtblind. Doch. Doch, hier geht's lang, okay. Wie war das immer? Oh, du hast keinen Orientierungssinn? Ich habe keinen Orientierungssinn. Mm, das merkt man. Okay, ich lege meine Ratte ab. Okay, soll ich drücken? Ah nee, du hast ja noch eine Ratte in der Hand, ne? Ich glaube, die kommt jetzt hier hin, ne? Ich möchte nicht sterben eigentlich. Meinst du? Ich tue jetzt direkt die nächste Sicherung rein. Ja, ich tue die Ratte hier rein. Was muss ich nochmal drücken? Wenn das erscheint, dieses Zeichen, dann musst du E drücken. Also, ja. Okay, ist Sicherung drin? Ja. Kann schockiert werden. Sie lacht. Oh mein Gott, ich kann das nicht. Mein Gott, die Alte wird gleich richtig... Oh mein Gott, die Alte wird gleich richtig abgehen. Ich hab... Bist du jetzt ernsthaft gestorben? Ich bin gerade gestorben. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Bist du auch gestorben? Nein. Scheiße, hä, wie hat sie das denn gemacht? Fuck. Ich kann das nicht. Ich lieg vorm Kamin. Kann ich da hin? Die ist da doch jetzt bestimmt. Ja, ich versuche mal irgendwo hinzukrabbeln, wo es ein Medipack gibt. Warte, ist bei mir nicht bestimmt vielleicht eins? Waren hier nicht auf den Tischen welche? Ich krabbel mal dahin. Boah, warum bist du denn jetzt tot? Sag ich krabbel Richtung Medipack. Ja, aber... Ich drehe mich, bevor du zu mir kommst, ich drehe mich kurz um, ob sie hier irgendwo ist. Nee, ich sehe sie nicht. Ich bin bei Medipack. Kann ich denn hier raus? Ist sie nicht in meiner Nähe? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Oh Gott, das hört sich ja echt schlimm an, wenn man tot ist und die so wimmern. Voll, und ich dachte halt, das wäre sie. Okay, ich sehe dich irgendwie ein bisschen. Hallo, huhu, hier bin ich. Ja, ich sehe dich so, deinen Umriss. Mhm, und hier ist ein Medipack. Du musst gleich einfach nur das Medipack nehmen und dann, als wenn du was auf mich schmeißt, musst du eh drücken. Du rettest mich schon, vielen Dank. Oh, geil, danke. Gott sei Dank lebst du wieder, ey. Okay, ich nehme hier mal eine Sicherung. Burn. Ich sehe die ja nie, ne? Hä, aber wie kann das denn sein, dass ich bitte gerade gestorben bin, ey? Was habe ich denn, wie habe ich das denn geschafft? Die ist einfach auf uns zugerannt und ich wollte sie hier paralysieren und stattdessen bin ich gestorben. Die kommen, Oh. Ich höre nur was. War sie da? Nee, das war so ein Monster. Wo bist du denn? Hier im Kamin, ach, oder da. Was das hier ist. Im Kamin. Okay, ich hab wieder ein Futter. Haben wir Sicherungen jetzt eigentlich reingetan? Nee, ne? Nee, deswegen würde ich glaube, hier ist noch eine. Kannst du die nehmen? Ach so, ja, da muss ich kurz mein Futter wegschmeißen. Moment.
Weil Anna, nee, Molly, ich sag immer Anna zu ihr, die ist da hochgelaufen, eben als ich gestorben bin. Oh. Wo geht's nochmal runter? Du bist ja hier die mit dem Orientierungssinn. Ist es nicht das hier? Nee, das ist ein Rote. Nee, ne? Dann hier durch. Wo? Ja. Beim Kamin vorbei. Wo bist du? Kamin. Entschuldigung. Ich bin nicht gestorben, aber hier sind zwei Monster. Wo? Monster sind tot. Ich bin beim Kamin. Unten. Ich bin hier unten. Ich lege kurz die Sicherung rein. Aber komm mal mit deiner zweiten. Ach, hier ist schon eine. Dann schmeiß ich die nur weg. Bei mir ist was. Hier ist. Wo ist was? Bei mir ist irgendwas. Was ist denn da? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich komme wieder hoch. Bei mir ist nämlich gerade nichts. Ich komme hoch. Okay, da ist eine Sicherung. Da ist eine Sicherung drin. Okay, ich komme wieder hoch. Ich weiß einfach nicht, wo man da. Ich habe nämlich noch eine Sicherung, aber. Ja, ich komme wieder hoch. Warte. Wenn mich jetzt nichts tötet, dann bin ich gleich da. Wo genau bist du denn? Beim Kamin. Okay. Okay, ja. Wo muss ich jetzt hin? Du musst hier hinter dem Kamin durch diese Öffnung hier und dann links. Und dann hier runter. Ach, hier. Ich habe schon meine Sicherung da hingeschmissen. Ich meine, es ist ganz schön optimistisch von uns, drei Sicherungen da zu haben, wenn wir... Das heißt, dass wir noch... Was? Nadine? Was war das? Ich glaube, die hat gerade einen Ausraster. Oder heißt es, dass sie in der Nähe ist? Ich glaube, die halt. Ich glaube, das heißt, die ist darauf gewillt, uns gerade zu killen. Weil wir haben doch die Näherungsstimme an, oder? Ah, jo. Ja, dann hat die gerade Bock. Bist du hinter mir? Ja. Fuck. Hörst du das? Ich höre es. Hörst du es auch? Ja. Ey, das, ohne Spaß, das macht das Ganze noch schlimmer. Es wird immer lauter. Ey, Nadine, das wird immer lauter. Also, nee, jetzt nicht mehr, ne? Ach, das hast du dir gerade geschnappt? Na toll. Hier okay, ist auch noch eins. Hier. Wo denn? Wo ich bin, hier. Wo? Da? Ja. Ah, ich komme nicht ran. Moment. Oh mein Gott. Ich möchte immer noch in den Raum, wo wir sie vorhin gesehen haben, wo ich weggelaufen bin. Ich glaube, der ist hier hinter dir. Ja. Hier, da war sie ja eben. Okay, das ist eine Küche. Bist du hier? Mhm. Ja, ne? Warum sind denn in der... Also hier ist ganz viel Futter, aber als ob in der Küche keine Ratten sind. Wo geht's hier lang? Wo bist du? Hinter dir. Speisekammer, hast du den nicht? Ah, ja, okay. Hä, waren wir hier nicht gefühlt schon mal? Ja, wir waren... Also einmal Speisekammer habe ich schon aufgeschlossen. Ach, es gibt zwei Wege in die Speisekammer. Okay, gut zu wissen. Als ob hier keine Ratte ist. Ja, die hatten wir ja schon geholt. Kommst du mit? Mhm. Oh Gott. Ja, es gibt bestimmt noch Wege, die nicht hier in diesem Palastbereich sind. Wo laufen wir denn jetzt lang? Du hast mehr Orientierungssinn als ich. Ja, wir gehen einfach mal nach oben. Ich höre die irgendwie wieder mehr. Ja? Oder nicht? Ich weiß nicht. Ich höre hier generell nur gruselige Krankenhausmusik. Ich höre gerade die ganze Zeit irgendwie Wind. Oh, hier waren wir noch nicht, oder? Wo bist du? Kommst du mit? Ja. Ey, hier waren wir noch gar nicht, oder? Mm-mm. Ist hier so der Empfangsbereich oder so. Oh, das ist aber schön. Hier steckt ein Messer. Das ist ein edles Messer. Hübsch.
ein Paket gefunden. Medikit. Ist das eine Sackgasse? Ja, das ist eine Sackgasse. Okay. Oh oh, ich höre sie. Nadine, ich höre sie. Hörst du sie auch? Ja. Fuck. Oh mein Gott, und jetzt ist gerade meine Katze auf mich gesprungen. Molly, das kannst du mir nicht antun. Oh nein. Bist du tot? Ja, pss. Ich bin ihr in die Arme gerannt. War hier irgendwo ein Medikit? Ja, ne? Die bringt mich ganz woanders gerade hin. Scheiße, aber war hier irgendwo ein Medikit? Weiß ich gerade gar nicht. Oh mein Gott, die bringt mich 2 Kilometer woanders hin. Oh nein. Okay. Okay. Wo bist du? Scheiße. Ich sehe dich. Also, beziehungsweise ich sehe dich nicht, aber ich glaube... Warte, wie komme ich denn da hin? Vorsicht, du kommst jetzt, die ist hier, ne? Die ist bei mir. Ich komme zu dir, ja. Aber die ist hier. Du kommst zu mir oder sie kommt zu mir? Ich denke mal dann beides. Also ich komme jetzt in deine Richtung. Du solltest erstmal ein bisschen weggehen, glaube ich, weil die ist nämlich hier. Ich sehe nichts. Hey, lauf doch nicht so schnell. Ach, ich habe mein Licht nicht an. Ich dachte schon, ich sehe jetzt ja gar nichts mehr. Ach so, gehen wir runter? Ja, weil die ist da halt, ne? Ich habe aber nichts mehr in der Hand. Ich habe mein Essen für dich weggeschmissen. Oh. Ja, ja, ich bin gerade in der Küche. Da ist häufig... Ach ja, stimmt. Ach, du bist ja eben in die Arme gelaufen, oder was ist da passiert? Ja, weil wir haben sie ja gehört und dann wollte ich halt die Treppe runter und ich bin halt die falsche Treppe runter. Hm. Wo bin ich denn? Wo bist du? Ach da. Ja, ich weiß nicht. Wo müssen wir lang? Ja, weiß ich nicht, wo wir halt noch nicht waren. Ach, das ist die Speisekammer. Ja, da waren wir. Ja, okay, ich glaube, wir müssen von dem Hauptraum irgendwo hin. Ja, ich bin beim Weihnachtsbaum. Kommst du mit? Ja, den Weihnachtsbaum, den finde ich auch immer. Ja, das ist super. Ich glaube, wenn Weihnachten vorbei ist, werden wir uns nicht mehr orientieren können. Hm. Gehen wir jetzt mal hoch oder eher nicht so? Ja, da war sie aber, ne? Ach, YOLO! Okay. Hier ist ein Essen, aber ich habe ja schon Essen. Ja, das war mein Essen, da hat sie mich gekillt. Ach echt, hier hat sie dich gekillt? Mhm. Ja, du bist halt links rum, ich rechts. Und rechts war sie. Ah. Waren wir hier schon? Ja, da war ja nichts. Ist die Tür zu benutzen? Nee, das ist keine richtige Tür, ne? Ach ja, oh ja, hier wurden wir gekillt. Ja, ja, bitte. Ja. Da läufst du jetzt zu ihr? Oh ja, bitte, bitte weg. Sie schleicht über die Gänge. Oh mein Gott, Hilfe. Was denn? Wo bist du? Ich. Nadine, wo bist du? Unten jetzt, am Weihnachtsbaum. Hä, wie bist du denn da hingekommen? Wieso, wo bist du denn? Ich bin noch oben. Wie bist du denn runtergekommen? Die Treppe. Okay, ich bin auch beim Weihnachtsbaum jetzt. Hallo. Ja, sie schlicht da gerade oben lang. Okay. Wir müssen irgendeinen Weg finden, den wir noch nicht gelaufen sind. Mich irritiert, dass es keine Dämonen gerade mehr spawnen. Ich habe ja eh noch keine gesehen, die hast du ja immer erwischt. Sollen wir nochmal zurück, von wo wir hier kamen? Wo bist du denn? Von wo kamen wir denn? Wo bist du, Nadine? Ja. Ach, da. Ist auch mal so geil, wenn wir hier rufen, ne? Und dann, ja. Ach, da runter? Okay. Ja, vielleicht finden wir ein paar Wets. Oh mein Gott, das ist ein Mensch gewesen, oder? Yep. Wow, schön. Oh. Nee, hier waren wir noch gar nicht. Oh mein Gott, hier waren wir noch nicht. Geschenk. Okay. Cool, hier ist eine Sicherung auf jeden Fall. Aber Sicherungen haben wir ja erstmal. Oh, das ist ein Krematorium. Hattest du dafür einen Schlüssel? Mhm. Wow. Hier ist ein Schlüssel.
für östliches Wohnheim. Ah, ich glaube, wir haben eben das westliche gefunden, oder? Hier ist noch ein Schlüssel. Da ist ein Dämon, okay. Da ist noch einer. Wo denn? Hab ihn. Ich habe Wardens Quartier aufgehoben. Ja, das... Oh mein Gott, nein. Fuck, sie raged hier irgendwo, oder? Fuck. Bist du da durchgekommen? Oh. Nadine? Ja. Das ist eine Sackgasse. Ja. Oh, wo müssen wir denn lang? Gott. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die beiden Sachen sind da in dem Treppenhaus. Oh! Oh! Oh nein! Oh mein Gott, ich wäre fast gestorben. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch mehr Ratten killen will, weil ich weiß, wie sie dann drauf ist. Oh. Nee, oder? Wo kamen die denn gerade her? Kommt die dann wieder zurück? Seid ihr weiter weg? Sie hat mich beim Weihnachtsbaum gedroppt. Ist sie auch noch da? Ich weiß nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Dämon, aber sie... Ja, sie schleicht hier lang. Sie schleicht hier den Gang raus. Die, da, nein, du läufst ihr gerade in die Arme. Okay, ja, jetzt bist du an ihr vorbei. Sie kommt hier aus einem Seitengang. Scheiße. Die ist hinter mir da. Lauf ihr jetzt nicht in die Arme, Nadine. Wo ist sie denn? Ja, da vorne. Da, wo ich gerade hingucke in die Richtung. Da läuft sie lang. Okay. Hier, da läuft sie lang. Hilfe. Ich guck mal. Hier ist irgendwie kein Medipack, oder? Nee. Hier ist ein Dämon auf jeden Fall. Ist hier vielleicht eins? Kann der mich eigentlich zweimal töten, wenn ich jetzt in einen Dämon reinlaufe? Nee, ne? Bestimmt nicht. Aber hier leuchtet einfach auch nichts. Oh Gott, ich bin gerade fast gestorben. Oh, es muss doch noch ein Medipack irgendwo geben. Hier vielleicht, wo ich bin. Wieso leuchtet denn hier nichts? Hier, ich hab eins, ich hab eins, ich hab eins. Wo bist du denn? Ich komm zu dir. Bist du in der Küche hier? Nee. Nee. Warte. Gott, boah, ey. Die Alte ist ja noch schlimmer als Molly. Ja. Was ist meine Molly eigentlich? Ich glaube, meine Katze hat sich eben so erschrocken, die ist weggerannt. Jo. Achso, die macht das aus. Oh, das war ja, das war, ja, schön. Mhm. Wenn die gibt's da noch Futter in der Küche? Ja, bestimmt, oder? Sonst nee, musst du hier rumgehen. Auch. Hier rum. Wo? Was? Hier ist. Da habe ich meins abgelegt. Hier hin. Achso, ja. Perfekt. Ja, okay. Okay. Zwei weitere Ratten. Ja, die werden in den Zimmern sein, wo wir jetzt die Schlüssel von haben. Ja. Habe ich die Schlüssel überhaupt noch? Ja. Ich habe das Krankenhaus. Ach nee, Krankenhaus haben wir doch schon aufgeschlossen, oder? Ja. Oder haben wir es nicht aufgeschlossen? Doch. Krankenhaus, Badezimmer und Wardens Quartier. Ich glaube, Wardens Quartier, das war doch, da waren wir ganz zu Anfang irgendwann. Ja, wir müssen die Treppen hoch. Sicher? Wo gehst du hin? Ja. Sicher, dass es... Ja? Okay. Also ich habe auf jeden Fall auch die... Das, irgendein Wohnheim und das ist auf jeden Fall da hinten. Oh, jetzt stehe ich in dir drin. Welche Richtung? Ja, ich glaube hier lang. Ich habe nur Angst, dass wir ihr wieder in die Arme laufen. Geschenk. Ich höre sie irgendwie wieder ein bisschen, ne? Falls sie... ja, ist hier auf jeden Fall ein Medipack. Kommt man hier irgendwo hin? Hier ist auch ein... Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Also falls wir hier sterben sollten, sind hier Medipacks. Oh mein Gott, ich höre sie. Was sind das für Geräusche? Ist sie das? Ja. Nee, hier geht's runter. Das ist falsch, oder? Wo ist sie? Sie wird immer lauter. Meinst du? Wir müssen da rechts rein, irgendwo. Hier vielleicht? Ja. Ja, hier war Wardens Quartier.
Yes. Und hier wird wenn hier jetzt auch keine Ratte sein. ist. Ah, hier ist eine Tanne. Nadine, bitte sag mir, dass du nicht gestorben bist. Nee, ich habe eine Ratte. Warum ist sie so laut? Fuck, ja, weil wir hier aufgeschlossen haben. Die killt uns jetzt wieder. Hast du eine Ratte? Ja. Was braucht man hier? Boah, ein Schlafzimmer. Nee, das haben wir nicht. Boah, die kommt jetzt wieder, die... Da ist sie. Sie ist im Rage-Mode. Ich kann sie, glaube ich, nicht... Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie hat mich... Nein. Bist du auch tot? Nein, ich bin nicht tot. Ich habe ein Medipack. Ich hole ein Medipack gerade. Jetzt habe ich die Ratte verloren. Hey, warum kann ich jetzt kein Medipack holen? So, okay. Warum hast... Ich dachte, wir haben sie paralysiert gehabt. Nicht? Ja, ich glaube, im Rage-Mode geht das nicht. Wo bist du denn jetzt? Ach, die Ratte ist bei mir. Aber sie auch. Ja, hier läuft... Hier läuft auch... Oh, sie ist bei dir? Ja. Dann, du kommst gerade zu ihr, ne? Hier sind voll viele Ratten. Ja. Scheiße, ich höre sie. Wo ist die Alte? Ja, die ist genau bei mir. Also ich versuche jetzt zu dir komm zu kommen. Komm auch runter. Wir treffen uns beim Weihnachtsbaum. Ja. Dauert wahrscheinlich so 12 Milliarden Jahre, bis du hier bist. Ich bin noch gerade mich auch gerade verlaufen. Einmal kurz. Verkrabbelt. Ja, kann man so sagen. Ich drehe mich jetzt hier um mich selber. Nicht, dass die Alte hier gleich irgendwo rausgeschossen kommt. Weil die war ja richtig im Rage-Mode. Ich weiß nicht, wo ich rum muss. Hier sind voll viele Ratten jetzt. Eieiei. Du krabbelst wieder hoch, Nadine, ne? Ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme. Na, die Treppe runter. Ja, ich sehe keine Treppe. Das ist halt mein Problem gerade. Ja, du krabbelst da rum. Aber ist sie noch bei dir? Sonst komme ich einfach zu dir. Ja, ich glaube, sie ist hier. Ach, da ist, glaube ich, eine Treppe, oder? Ey, kein Plan, wo ich hier bin. Ja, aber ich glaube, wenn du nicht zu mir kommst, dann muss ich hier zu dir kommen, weil sonst wird das nichts. Ich sehe... Du krabbelst ja schon wieder eine Treppe hoch, dein Ernst? Treppe hoch? Hä, krabbelst du nicht gerade irgendwo hoch? Das sieht aus, als wenn du dich nach oben bewegst. Ich laufe die ganze Zeit irgendwie bei mir so ein Dämon. Ich check hier gar nichts einfach. Oh, du bist ja noch höher. Oh, Nadine, wie bist du da denn hingekommen? Ah, jetzt habe ich die Treppe gefunden. Ich komme runter, aber der Dämon auch. Oh. Und sie auch, sie auch. Oh, warte, warte, scheiße, ich bin fast tot. Nadine, ich bin fast tot, ich bin... Bist du tot? Mhm. Ich kam einfach nicht mehr weg. Oh, das ist aber eine schöne Animation. Gott, ist sie gestört. Ach, wow. Und das soll Molly sein. Die sah aber eben noch netter aus. Mhm. Wenn euch diese Runde gefallen hat, könnt ihr super gerne einen Daumen nach oben geben. Schreibt in die Kommentare, welches eure Lieblingsmap bei Devourer ist. Dann könnt ihr uns abonnieren und die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein neues Video mehr auf unserem Kanal. Schaut auch unbedingt auf Twitch vorbei und bei unseren anderen Social Media Kanälen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und tschüss.